Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Ich bin auch mal wieder hier, war eine Weile krank. Jetzt siehst du mich wieder heute mal mit der Frage oder dem Thema: Bist du zu weich für Frauen? Bist du zu weich im Umgang mit Frauen? Freut mich erstmal, dass du wieder da bist. Ich habe dich immer gerne dabei. Ich freue mich auf eure Kommentare auch zu diesem neuen Video. Und darum soll es heute gehen: Bist du zu weich im Umgang mit Frauen? Und ich kam auf dieses Thema, weil ich letztens Intensivworkshop mit den Männern hatte in Berlin und da wieder gemerkt habe, da waren wieder einige Männer dabei, wo ich mir dachte, okay, die sind einfach zu nett. Die nehmen sich einfach nicht das, was sie wollen. Die sind dazu nicht in der Lage, weil sie vielleicht denken, das ist falsch, weil sie vielleicht denken, das macht man nicht, das darf man nicht. Sie das irgendwann mal verboten bekommen haben und sich allgemein zu sehr an die Regeln halten. Und es ist nichts falsch daran, sich an die Regeln zu halten. Es ist auch nichts Falsches daran, nett zu Leuten zu sein. Aber den meisten Männern, die zu mir ins Coaching kommen, den meisten Männern fehlt einfach so ein bisschen dieser Killerinstinkt, diese Fähigkeit, sich die Dinge, die sie wollen, auch wirklich holen zu können, für die Dinge, die sie wollen, einstehen zu können. Und wenn dir das fehlt als Mann, dann fehlt dir ein ganz wichtiger Teil, den die Frauen bei dir sehen wollen, um sich wirklich auch wohl mit dir zu fühlen. Ja, die Frauen wollen einen Mann und keinen kleinen Jungen. Und ein Mann zeichnet es eben auch aus, dass er sich holen kann, was er will. Dafür musst du natürlich auch erstmal wissen, was du willst. Das musst du erstmal herausfinden. Aber dann einfach wirklich regelmäßig dabei sein, dich dafür einsetzen, mutig sein und dir holen, was du willst. Das ist ja genauso wie bei Frauen ansprechen. Wenn ich jetzt eine Frau auf der Straße sehe und sie gefällt mir, dann in der Lage zu sein, hinzugehen und ihr zu sagen, hey, du gefällst mir, das ist ja genau das. Ja, das ist Mut, das ist sich holen, was man will. Und diese Fähigkeit als Mann solltest du einfach kultivieren, musst du kultivieren, wenn du auf der einen Seite das Leben führen willst, was du gerne hättest, und auf der anderen Seite Frauen von dir begeistern willst. Wenn dir das fehlt, hast du bei Frauen einfach keine Chance. Wenn dir das fehlt, dann wirst du auf Dauer auch unter die Räder kommen bei Frauen. Die Frauen werden dich überfahren mit ihrer Art und Weise, weil du keine Kraft hast, weil du keine innere Stärke hast. Und schau mal in dich rein, hör mal in dich rein, guck mal, warum ist es denn bei mir so? Warum traue ich mich denn vielleicht nicht, die Dinge mir zu holen, die ich will? Wo wurde ich denn da vielleicht konditioniert von meinen Eltern, von vielleicht Lehrern, von der Gesellschaft, die mir gesagt haben, hey, es ist schlecht, wenn du aggressiv vorgehst und versuchst, die Dinge zu holen, die du willst. Hey, das macht man nicht. Oder nein, halt dich zurück. Zurückhaltung ist eine Tugend. Und ja, all das passt ja auch und all das stimmt ja auch im richtigen Umfeld. Aber wenn du merkst, du kriegst in deinem Leben nichts gebacken, du kommst nie an den Punkt, an dem du ankommen möchtest, hast nie die Frau, die du haben willst, dann fehlt dir einfach so ein bisschen diesen Killerinstinkt und den solltest du entwickeln. Einfach die Fähigkeit, auf eine Frau zugehen zu können, ihr in die Augen zu schauen und zu sagen, du gefällst mir, ich will dich kennenlernen. Und es auch so zu meinen und sich in dem Moment nicht dafür zu schämen, dass du das gerade gesagt hast, sondern voll dahinter stehen zu können. Ja, wenn dir das noch fehlt, dann hör mal in dich rein und schau mal, warum fehlt dir das denn? Was glaubst du denn? Oder was hast du denn Angst? Angst davor, was die anderen von dir denken, Angst davor, dass man sowas nicht macht, dass es das Falsche ist, Angst davor, was die Frau sagen könnte. Und all diese Ängste musst du auf Dauer hinter dir lassen, um zu dem Mann zu werden, zu dem du werden kannst, um dein volles Potenzial zu entfalten und dann wirklich auch Erfolg mit Frauen zu haben, denn das gehört auch dazu. Ja, ich kann jemanden rausschicken und der kann Monate, Jahre lang Frauen ansprechen mit den tollsten Sprüchen der Welt. Wenn er nicht so ein bisschen diesen Killerinstinkt hat, dann wird's einfach schwierig. Und das ist auch der erste Schritt, wenn du dann merkst, okay, mir fehlt dieser Killerinstinkt, reinzuhören und zu gucken, warum fehlt er mir, wovor habe ich Angst, was glaube ich denn oder welche Glaubenssätze sorgen denn dafür, dass ich nicht diesen Killerinstinkt habe und dann mal zu überlegen, hey, was macht vielleicht mehr Sinn, ja, dir dann mal die Leute anzugucken, die Erfolg mit Frauen haben und dich zu fragen, was machen diese Leute anders, warum können diese Leute das besser? Und dir dann die Glaubenssätze von diesen Leuten zu besorgen, statt deine eigenen alten zu haben, die dich nur weiter zurückhalten. Es ist in Ordnung, Frauen anzusprechen. Es ist in Ordnung, sich die Dinge zu holen, die man will. Es ist in Ordnung, mit Aggressivität, mit positiver Aggressivität hinter den Dingen herzugehen, die du willst. Mit positiver Aggressivität meine ich, du sollst nicht Leute verprügeln oder so. Das ist nicht der Punkt von Aggressivität, sondern einfach dranbleiben, auch ein bisschen verbissen dranbleiben und dir die Sache holen, die du dir holen willst. Wenn du das in deinem Leben noch nie gemacht hast,
dann solltest du schleunigst damit anfangen, um halt den Erfolg mit Frauen haben zu können, den du dir wünschst, um der Mann sein zu können, der du sein kannst, um dein ganzes Potenzial auszuschöpfen, nicht nur so ein bisschen. Das ist wichtig für dich und deine Entwicklung als Mann. Schön, dass du dabei warst hier beim heutigen Thema. Schreib mir in die Kommentare, was du denkst zu dem Thema, wie es bei dir aussieht, wie sehr ist das bei dir vertreten oder was hält dich vielleicht noch auf? Teil es gerne mit den anderen, schreib es in die Kommentare. Ansonsten schön, dass du dabei warst. Links neben mir kannst du den schnell abonnieren. Unter mir kannst du dich für ein Coaching bewerben, wenn du in diesem Jahr dein Leben komplett verändern willst, Erfolg mit Frauen lernen möchtest, Frauen auf der Straße ansprechen lernen möchtest, kommst du zu mir. Unter mir kannst du dich für ein Coaching bewerben. Und rechts in der Ecke kommst du zum letzten Video auf diesem Channel. Geil, dass du heute hier warst. Wir sehen uns morgen. Ich freue mich schon, dass du wieder dabei bist dann. Bis dahin, ciao.